15 Situationen, die jeder hasst. Wenn dein Girl ihre Tage und Stimmungsschwankungen hat. Hey, Schatz. Hallo, Schatz. Ist alles in Ordnung? Ich hab grad meine Tage bekommen, Schatz. Okay. Ah, soll ich dir irgendwas bringen oder sowas? Ich habe Hunger, Schatz. Erdbeeren? Schokolade? Gummibärchen oder sowas? Bestell mir jetzt sofort eine Pizza! Hey, okay, hier ist dein Tee. Ja, danke. Und? Oh, und die Pizza. Pizza hab ich schon bestellt. Ja. Okay, cool. Ja, alles easy. Okay. Ich weiß auch nicht, was da gerade mit mir los war. Ach so. Ich hab mich auch voll gewundert. Das ist total komisch, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Wann kommt die Pizza, Schatz? Ich mach selbst eine. No! Wenn du denkst, er will dich nach dem ersten Date küssen, aber... Oh Mann, das Essen war so lecker. Das war echt nice. Morgen nochmal? Übermorgen? Ja, gerne. Ja? Ja, voll. Ich geh jetzt. Ja. Rein, ja. Okay. Tschüss. Ich muss mich an, ja? Wie unangenehm. Wenn du aus Versehen deinen Freund mit dem falschen Namen ansprichst. Und dann sagt sie einfach Giraffe. Nein! Oh mein Gott, Thomas, du bist einfach der Beste. Wer ist der Beste? Ja, du. Aber du hast gerade Thomas gesagt. Was? Du hast gerade Thomas gesagt. Nein, als ob. Also du heißt doch nicht Thomas. Sondern, wie heiß ich? Ja, Joker. Ah, also, und Thomas war nochmal wer? Also ich... Dein Ex, ciao. Also das war wirklich ein Versehen und du bist viel besser als er. Oh, scheiße. Wenn dein Girl dir mal wieder dein Essen weg isst. Ich hab Todesbock auf eine Pizza gerade, ja. Warte, ich glaube, ich bestell auch direkt. Willst du auch? Nee, du, danke. Ich bin total satt. Du bist sicher? Ja, ganz sicher. Weil ich bestell jetzt so viel, wie ich Hunger habe. Das heißt, wenn du auch Hunger hast, dann bestell jetzt mit am besten. Ja, normal. Ich hab dich schon verstanden, aber ich brauch nichts. Danke. Okay. 20 Minuten später. Alright. Oh, die riecht wirklich gut. Ja, ich weiß, deswegen hast du mir auch bestellt. Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal so ein Eck. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was? Du wirst doch wohl ein Stück mit Bären können. Warst du dabei, als ich dich vorhin gefragt habe? Warst du da? Baby, komm schon. Ja, aber du warst dabei, als ich dich vorhin gefragt habe. Da warst du dabei. Oder nein, war das... so eine kleine Ecke wird dich nicht umbringen. Es wird mich nicht umbringen, aber es wird mich auch nicht sättigen. Ach komm schon, kannst doch ein bisschen teilen. Wir sind doch ein paar. Wir teilen doch alles miteinander. Oh, das schmeckt wirklich gut. Schmeckt's? Ja, ja. Wenn dein bester Buddy in einer Beziehung ist und du auf einmal das dritte Rad am Wagen bist. Hey, Bestie. Hey. Hey. Oh, du bist ja gar nicht alleine. Nee, sonst gibt's jetzt nur noch einen Doppelpack. Zu zweit. Okay. Oh, guck mal, wie viel Geld du da hast. Oh, wie viele Straßen. Oh, bei dir läuft ja gar nicht. Ja, ein gutes Team. Baby, ich wollte die eine Straße müssen wir auch noch wegnehmen. Ja, zu kaufen oder soll ich? Oh, mach du, Baby. Oh, eine 7. Oh, wir sind am 7. zusammengekommen. Oh, Baby. Oh, Baby. Wollen wir sonst vielleicht was anderes machen oder spielen? Oh, oder nee, ist doch total cool. Ja, ich weiß gar nicht, was wir haben. Oh, ich bin gerade dürfen. Ja. Hui. Wenn dein Schatz dir direkt nach dem Aufstehen mit Mundgeruch einen Schmatzer geben möchte. Oh, guten Morgen. Gut, schlecht. Gut, gut, guten Morgen auch. Guten Morgen. Gut. Was soll das denn? Alles nein, ich hab Glück geschlecht. Ja, okay. Schatz! Hi! Kuss! Ja, komm hier! Ja, okay. Ich kann nicht mehr! Sei mal zu Hilfe! Wenn du bei einem Date davon ausgehst, dass du eingeladen wirst und damit voll daneben liegst. Das Essen war zu lecker. Danke dir nochmal für die Einladung. Es war keine Einladung.
Du, huch. Das war so ein Scherz, ne? Ja. So, dann einmal die Rechnung. Das wären dann 93,13 Euro. Durch zwei macht. Ja. Hol deinen Taschenrechner raus. Meinst du das gerade ernst? Wir sind zwei Menschen, oder? Du willst sie teilen? Also ich will jetzt das nicht teilen, aber ich will schon die Summe zwischen uns beiden teilen. Oh, wird schon ein bisschen unangenehm. Ich habe gar kein Geld dabei. Dachtest du, ich lade dich ein, oder was? Ja, eigentlich schon. Ah, und du dachtest, ich zahle jetzt komplett die ja, ganze. Ja, ja, das war das Date. Ah, so. Ja. PayPal. Schieß mir einfach der PayPal. Wenn du und deine Freundin auf den gleichen Typen stehen. Ich bin so aufgeregt, ich muss dir was erzählen. Ich dir auch. Okay, pass auf, ich habe jemanden kennengelernt. Was, ich auch? Nein, wirklich? Doch. Oh, soll ich dir ein Foto zeigen? Auf jeden Fall. Du zeigst mir einfach dein. Ja. Okay. Bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Stopp, Mann. Das also, ist ja... Das ist derselbe. Ist das jetzt ein Hint? Vielleicht hat er einen Zwillings. Das ist... Derselbe. Was? Hast du dich auch mit ihm getroffen? Ja, und ich habe morgen ein Date mit ihm. Ich hatte gestern eins mit ihm. Was? Oh Gott, das ist ja der absolute Albtraum. Na gut, wer bekommt ihn? Wir machen Ching-Shang-Shong. Na gut. Ching-Shang-Shong! Wenn du jemanden nach dem Feiern mit nach Hause nimmst und die Person am nächsten Tag nicht mehr da ist. Ja, also. Okay. Das ist okay. Mein Bett. Dein Bett. Ja. Okay. Unser Bett. Ja. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgen Frühstück. Ich freue mich schon. Frühstück, ja. Nächsten Tag. Guten Morgen. Was? Jerome? Er ist doch hier bestimmt. Ach, er holt bestimmt Kaffee und Frühstück. Ja, das wird sein. Oder ist er einfach gegangen? Wenn du mal wieder die rosa Brille auf den Augen hast. Fabio. Du bist der Erste, an den ich morgens denke. Oh, Fabio, wenn du bloß auf diesem Löffel wärst. Oh, er hat ein neues Bild gepostet. Da wollen wir doch mal schauen. Oh, mit seiner Ex-Freundin. Ach, Quatsch, das hat bestimmt überhaupt nichts zu bedeuten. Die sind einfach nur gute Freunde. Oh, er schreibt mal one and only. Ach, Quatsch, also das sagt ja nun auch wirklich gar nichts aus. Mal one and only. Ich rufe ihn einfach mal an und frag. Oh, die Nummer ist nicht mehr verfügbar. Ja, diese technischen Probleme, die technischen... Wenn man sich bei einem Date nichts zu erzählen hat. Ja, voll cool, dass du Zeit hattest. Ja, Zeit, ja. Wie viel Uhr ist es denn? Ach, schon so spät. voll das schöne Wetter heute. Ja, es ist Wolken am Start auf den. Es sind gar keine Wolken. Ja, aber normalerweise wären da Wolken. Ja. Ah, hörst du die Vögel? Hört sich richtig schön an. Du, ich muss jetzt auch, also ganz schnell los. Oh, weil, so. Ganz schnell. Ja. Ich glaube, ganz schnell musst du los. Ganz schnell. Also, ciao. Hey. Yeah. Okay. Ja. Ja. Ganz schnell war das. Ja. Ganz schnell. Ganz schnell. Okay. Oh mein Gott. Okay, Jenny, ich hab Zeit. Wenn du nach dem ersten Date nie wieder was von ihm hörst. Das war das schönste Date, was ich je hatte. Soll ich ihm schreiben? Nee, er meldet sich bestimmt heute Abend noch. Ja, ja, ganz sicher. Warte, bis er schreibt. Nächsten Tag. Warum hat er sich denn immer noch nicht gemeldet? Vielleicht hält er diese 24 Stunden nicht Meldenpause ein. Er wird sich schon noch melden, ganz sicher. Drei Tage später. Also langsam.
langsam wird's wirklich komisch. Das ist er. Oh, nee, noch nicht. 3 Wochen später. Mann, er hat sich immer noch nicht gemeldet. Oh, ich glaube, er hat wirklich kein Interesse. Wenn dein Date beim ersten Treffen direkt mit der Tür ins Haus fällt. Ja, voll schön, dass es geklappt hat. Ja, ich fand's auch schön. Wenn das so ist. Also, ich würde sagen, also, du willst schon auch Kinder, oder? Irgendwann, nicht jetzt. Also schon, aber bald. Und so heiraten möchte ich auch gerne. Mit mir, oder? Ja. Ah. Und ich dachte, vielleicht, wenn wir uns so gut verstehen, dann können wir vielleicht auch zusammenziehen, oder wie? Ah, ich glaube, ich verstehe dich nicht so gut. Oh, freue mich, dass du das auch so siehst. Ah, also ich sehe schon, aber ich sehe das nicht. Ich kann sehen, aber das sehe ich nicht. Okay, ich suche uns deine Wohnung, die passt. Wenn du zugeben musst, dass du Unrecht in einer Diskussion hattest. So unkorrekt, dass du immer mit dieser komischen Tuse schreibst. Das ist meine Arbeitskollegin. Deine Arbeitskollegin? Ja. Welche Arbeitskollegin hat denn so lange blonde Haare, solche Möpse am Start? Also ich würde dich nicht einstellen. Achso, ich kann nur mit Leuten arbeiten, die kurze Haare haben und brünett sind oder was? Das meine ich ja überhaupt nicht. Ja, wo ist das Problem? Dass du viel mehr mit der schreibst als mit mir, ne? Achso, was mit dem Typ, mit dem du schreibst? Ja, Chip-Tent. Ja, irgendwie, wie heißt der? Lars oder irgendwie Karl, was mit L? Ey, das ist ein entfernter Freund. Aber anscheinend nicht so entfernt, weil ihr sehr viel Kontakt miteinander habt. So viel Kontakt haben wir gar nicht. Du hast viel mehr Kontakt mit dieser einen. Ist doch scheißegal, wie viel Kontakt ich mit dir habe. Tatsache ist, sie ist eine Frau, die wenig zu mir. Er ist ein Mann, er hat einen Stiegelwurz, er will was von dir. Das ist alles auf freundschaftlicher Basis. Der will nichts von mir. Er will nichts von dir. Nee. Er ist Single, aber, ne? Ja? Ja. Sie ist vergeben. Was ist schlimmer? Das mit dem Typen ist was ganz anderes. In welcher Welt ist das was ganz anderes? Das ist genau dasselbe. Und dass du mich anmachst für etwas, was du selber tust, das ist ekelhaft. Ciao. Scheiße, er hat recht. Wenn deine Freunde dir deinen neuen Typen schlecht reden. Oh, ich muss dir unbedingt einen Typen zeigen. Den habe ich gestern in der Bar kennengelernt. Nee, und wir haben eventuell rumgemacht. Was? Mich freut mich voll für dich. Warte. Ja? Zeig her. Tada! Was? Der? Das ist doch Lukas. Du kennst den? Klar, wer kennt ihn nicht? Der hatte ja schon was mit Melanie, was mit Sarah, was mit Jordana und was mit Lena. Nee, ich glaube, du verwechselst den. Nee, ich glaube, ich bin mir ganz schön sicher. Der nimmt jede. Ach, Quatsch. Bei mir hat das übrigens auch schon passiert. Und weißt du übrigens, dass er wegen schwerem Diebstahls und schwerer Körperverletzung im Gefängnis saß? Nee, das glaube ich nicht. Übrigens hat er auch schon 2 Kinder von 2 verschiedenen Frauen. Aber wenn du meinst, dann viel Glück. So, ihr Lieben, das war's wieder mit diesem lustigen Video. Wir haben hier den Spaß beim Zuschauen, wir machen jetzt einfach weiter. Ach, das nimmt ihr jetzt mit rein, oder was? Ja. Ah, okay, cool. Ja. Wenn ihr weitere Videos mit Joker wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und ja. Teilt das Video. Ja. Und schreibt mir mal die Kelle. Okay, schreibt doch mal. Schreibt uns mal. Schreibt uns gerne weitere Vorschläge für Situationen in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Kontaktaufnahme. So, als erstes grüßen wir Nutella Bam. Hey. Ganz liebe Grüße an dich. Nutella. Liebe Grüße. Liebe Grüße natürlich auch an Flora 3000. Ganz liebe Grüße an dich. Grüße. Und dann grüßen wir noch die Hanna Runden. Ganz liebe Grüße auch an dich. Und wir hoffen natürlich, dass ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei sind. Leute, wir beenden das jetzt. Ja, also schreibt das nächste Mal hier in die Kommentare Hashtag Team Leo und Steph, wenn ihr auch noch gegrüßt werden wollt das nächste Mal. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Sonntag und einen dicken Kuss. Bis bald.